Yo, servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und ja, heute neues Gameplay Commentary. Ja, ich habe hier wieder ein paar Themen anzusprechen. Im Hintergrund seht ihr ein 100 plus auf der Map Nuketown mit Elsat. Ja, ist auch schon ein älteres Gameplay, habe ich noch auf der Platte gefunden. Dachte mir so, ja, ist mal wieder was anderes. Ja, wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen echt viel Bodenkrieg-Sache spielt, weil die Lobbys wirklich passen in Bodenkrieg. Aber Jungs, ohne Spaß, mein Computer, naja, sobald ich ihn anmache, es öffnen sich tausend Tabs, irgendwie tausende Scheiße, wo ich gar nicht will. Naja, ich muss den jetzt wirklich mal einschicken. Ich tue jetzt ein paar Videos vorproduzieren, dass ihr auch versorgt seid. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, so über meinen Channel und so weiter. Und ja, mir gefällt der Name Destroyer Boss schon echt eine lange Zeit nicht mehr. So, am Anfang war das schon recht fresh, also es war schon okay. Das war halt so was Neues, so nicht so der Oldschool Shit X-I'm oder X-der, wie eigentlich jeder zweite Deutsche heißt. Habe ich mir gedacht, machst du mal was anderes. Aber trotzdem, der Name gefällt mir irgendwie nicht mehr. Und ja, ich weiß nicht, Alter, weil das ist echt so eine Sache, wenn. Ich hab mich ja jetzt bei PSN, es ist ja alles easy, da kannst du einfach deinen Account machen, dann spielst du den hoch oder lass ihn eben hoch hacken, das ist ja auch scheißegal und fertig ist das Ding. Aber YouTube ist halt was anderes, weil wenn ich den Namen jetzt ändere, dann, was weiß ich, vielleicht sind Abonnenten inaktiv geworden, weil ist ja auch verständlich, wenn ich so lange Zeit kein Video hochlade und dann plötzlich, wenn ich heiße ich dann XMNestacy und irgendwann werden sie vielleicht wieder aktiv. Wer ist ein XMNestacy? Dann deabonniere ich gleich. Und ja, keine Ahnung, das ist halt dann auch ein bisschen scheiße, weil ja, das soll jetzt nicht abogeil oder so klingen, aber wird mich natürlich klar ankotzen, wenn ich plötzlich dann 50 Abonnenten weniger hätte oder so. Also ist ja klar. Aber ich habe mir wirklich keine Ahnung. Dann das nächste Problem ist, ich hab kein Banner mehr, weil ihr wisst ja, Woody hat mir diesen Banner für den Destroyer Boss erstellt und also ich wüsste jetzt nicht, wer mir dann noch einen machen kann, weil ich habe wirklich keinen Kontakt mehr zu Woody und also ich habe auch keinen Designer ehrlich gesagt. Falls einer von euch designt, das wäre natürlich überkrass, aber das glaube ich natürlich nicht. Aber wenn, das wäre auf jeden Fall richtig krass, ihr könntet mir, wenn ihr wirklich Designer wärt und so korrekt wärt, könntet ihr mich anschreiben und natürlich würde ich euch dann verlinken. Vielleicht würdet ihr würdet dann vielleicht, keine Ahnung, 10 Abonnenten oder so dazu kriegen. Ich weiß, das ist wenig. Ist ja auch scheißegal, wenn ihr das aus Spaß macht, dann wäre das auf jeden Fall korrekt, aber das glaube ich natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, Bodenkrieg macht in letzter Zeit echt wieder richtig Bock. Solo, Zwei-Mann-Party, allerhöchstes Drei-Mann-Party, dann bockt es sich auf jeden Fall. Muss ich schon sagen, so auf 100 plus zu spielen, vor allem so, ich weiß nicht, Nuklear ist immer so eine Sache, Alter. Der spawnt dann immer, spawnen sie immer zu fünft vor mir oder so, Alter. Und what the fuck, ey, da sterbe ich immer. Ich habe auch, wie gesagt, das 110 zu 3. Hätte auch so fucking viel mehr draus werden können. Da hätte auch wirklich ein 150 plus draus werden können. Weil ich bin zum Schluss einmal von Hunden verreckt. Und am Anfang einmal vor Orbi verreckt. Also, Jungs, ohne Spaß, da hätte echt. Ich will mich jetzt nicht über. Ich will nicht übertreiben, aber ich glaube wirklich, 150 Kills wären locker drin gewesen. Und aber ist ja auch scheißegal. Die Nuklear habe ich auch noch gefailt. Aber das juckt mich auch in so einem Ding, in so einem 100 plus. Oder wenn ich auf Highstreak spiele, dann juckt mich so irgendwie gar nicht so krass, wenn ich von Nuklear sterbe. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, Bodenkrieg-Lobbys sind echt am Start. Und ja, wie gesagt, ist nur ein Freestyle-Commentary wieder. Ich habe mir schon überlegt, Advanced Warfare werde ich auf jeden Fall krass durchstarten. Ich habe, wie gesagt, ja schon mein PC. Wenn ihr das Video seht, ist mein PC dann in Reparatur sozusagen. Ich denke mal, das wird 1 bis 2 Wochen dauern. Ich habe keine Ahnung. Dann auf jeden Fall Advanced Warfare werden Serien kommen. Ich weiß es ja noch nicht so sicher, wie das so abgeht da mit den Lobbys. Wenn die Lobbys geil sind, vielleicht Double Nuklear mit jeder Waffe. Ich habe ja gehört und die Videos, ich habe ja die Gameplays alle angeschaut von Marcel Scorpion, Barça, Elo Tricks und so weiter. Die eben die großen YouTuber kennt sie ja. Habe
habe ich mir alles angeschaut. Das sieht schon heftig nice aus. Also, man kann ja seine Nuklear auch mit Killstreaks sozusagen kriegen. Also, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel VTOLs, es gibt auch so eine VTOL und die kriegt ihr irgendwie auch ab 16 Kills oder so. Das heißt, ihr spielt einfach Orbi, VTOL und was weiß ich, Drohne oder so. Und dann macht ihr euren Orbi. Mit dem Orbi kommt ihr locker zur VTOL und ab 16 Kills, dann, wenn die Maps offen sind, also richtig frei sind, dann kann ich euch versprechen, dass die VTOL wieder mindestens 10 Kills machen wird. Also war ja in Black Ops 2 so, dass sie meistens so 10 Kills gemacht hat. Wenn es gut gelaufen ist, 15. Wenn ihr Pech hattet, halt nur 5 oder so. Aber das ist dann schon krass. Mir müsst ihr euch das mal geben, Alter. Ihr macht einfach einen Orbit, dann macht ihr die VTOL. Wenn alles gut läuft, habt ihr dann eure Nuklears? Ich weiß nicht, Alter. Ich kann mir das alles noch gar nicht so richtig vorstellen. Ja, okay, man muss auch bedenken, dass wenn einfach einer auf 50 Meter hochspringt, glaube ich nicht, dass die VTOL den dann noch so einfach bekommt. Aber naja. Ja, ich zocke auch übrigens gerade mit ein paar Kollegen Liga, also das Spiel geht jetzt gleich los. Ist aber auch egal, das Commentary geht natürlich weiter. Naja. Wie gesagt, Alter, in letzter Zeit zocke ich wirklich wieder mehr, auch wenn Schule schon, also was heißt Schule, eben Berufsschule jetzt schon angefangen hat. Ja, juckt mich nicht. Nein, Spaß. Erste Woche richtig chillig, Jungs. Zweimal um 12 aus und dreimal um 1, also richtig chillig, aber nächste Woche wird dann leider nicht mehr so geil, Alter, ohne Spaß. Das wird richtig, richtig anstrengend werden. Aber scheiß drauf, muss ich, ziehe ich natürlich durch, will ich auch durchziehen. Und werde ich natürlich auch durchziehen. Und ist übrigens gerade richtig komisch, Jungs, ich zocke. SNZ auf Express. Und im Hintergrund der erste Screendash schon von den Gegnern. Oh, ich höre einen. Oh. Jungs. Das ist jetzt richtig komisch für euch, ne? Kann ich verstehen. Ich muss aber auch schauen, dass das Gameplay im Hintergrund, dass ich das Commentary eben beende, wenn das Gameplay zu Ende ist. Naja, wie gesagt, das Gameplay ist ganz okay. Das ist so ein 100 plus eben. Nein! MLG! Wie ich ihn gesniped habe, Jungs. Oh mein Gott, aus dem Ultra-Head-Glitch. Oh mein Gott, nice, Mann. Oh, gönnt euch die Killcam, ihr Niggis. Bar mal der in die Fresse. Naja, wie gesagt, es ist ein knappes 100 plus. Ich glaube 104 zu 5 oder 105 zu 4. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ist auf jeden Fall jetzt nicht so über 120 Kills oder so leider geworden. Aber trotzdem ist es kein schlechtes Gameplay. Ist eigentlich ganz anschaulich. Und ja, das war's auch. Ich sehe gerade, das Gameplay ist zu Ende. Muss mich eben kurz da hinlegen. Okay, Jungs, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es wieder nur so ein kleines Freestyle-Commentary war. Also macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.